So, meine Damen und Herren, liebe Löwenfans hier im 60er Club, herzlich willkommen zum Hackabschau Fan Talk nach dem Spiel gegen Greuther Fürth. Ich begrüße stellvertretend für Stefan Schneider, unsere Nummer 33, Levent Aitzicek. Levent, ein bitterer Abend für die Löwen, eine bittere Niederlage. Wie war der Spielverlauf aus deiner Sicht? Ja, war natürlich doof, das erste Gegentor direkt nach 2 Minuten. Damit haben wir auch nicht gerechnet, aber ich denke, wir haben gut darauf reagiert und haben eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert. Das war auch heute ganz wichtig nach den letzten beiden Spielen, wo wir nicht so gut gespielt haben. Aber wir haben das, denke ich, über die Linie bekommen und ja, so kannst du kein Spiel gewinnen. Es wäre mindestens ein Punkt wäre hoch verdient gewesen. Die Körpersprache war eine ganz andere bei euch. Woran liegt es im Endeffekt, dass der Ball nicht durch die Linie geht? Ja, keine Ahnung. Also wir stehen unten drin und ja, heute war Pech dabei, würde ich sagen. Wir schießen gegen die Latte, der Torwart hält gut und also ich stelle jetzt mal Bombe ja, da ab, ne? Keine Ahnung. Wir müssen das Ding irgendwie über die Linie kriegen in den nächsten Spielen und ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel. In der zweiten Halbzeit habt ihr noch mal motivierter gewirkt, habt ihr in der Kabine mitbekommen, dass Paderborn zurückliegt? Das haben wir mitbekommen, aber das muss man ausblenden. Das ist uns egal, wie die anderen spielen. Wir versuchen unsere Punkte zu holen und klar, nach dem Spiel hofft man dann, dass sie verloren haben, aber ja. Ihr habt jetzt noch 5 Endspiele vor euch, 5 Schicksalsspiele, wie schon in der Presse getitelt worden ist. Zum einen gegen Duisburg, gegen Paderborn, gegen den FSV Frankfurt. Ist es psychisch ein Vorteil, wenn man es selbst in der Hand hat, der Konkurrenz noch die Punkte abzunehmen? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben jetzt 3 direkte Konkurrenten vor der Brust und nächste Woche in Duisburg wollen wir damit anfangen. Da müssen wir auf jeden Fall punkten und ja, da können wir riesen Schritte nach vorne machen. Okay. Es ist alles gesagt, es ist alles geschrieben, es liegt komplett an euch, noch jetzt nichts verloren. Vielen Dank an unsere Nummer 33. Danke. Liebe Löwenfans, getippt hat dieses Ergebnis auch bei unserem Löwentipp der Gewinner, und zwar, wenn ich dich bitten würde, wenn du kurz ziehst. Eine Jahresmitgliedschaft bei unserem Löwenfreund Fitster hat gewonnen. Manuela Hoffmann kann sich gerne das dann bei uns abholen, ansonsten wird es zugeschickt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Den nächsten Fan-Talk von Hackabschau gibt es am 24.04. nach dem Heimspiel gegen Braunschweig. Dann erwartet Sie wieder Stefan Schneider. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Danke.